Was waren die Besonderheiten der kommunistischen Diktatur in Albanien? Die Besonderheiten des albanischen Systems liegen sicher in der Geschichte des Widerstandes gegen den Faschismus. Das ist was Besonderes, was sich auch für Jugoslawien zutrifft, dass der albanische Kommunismus mit einer nationalen Befreiungsbewegung zu tun hat und den Kampf gegen den Faschismus. Das ist, glaube ich, die Besonderheit. Hat weniger etwas mit den sozialistischen Verheißungen des 20. Jahrhunderts zu tun, als damit. Also eine Verbindung aus Modernisierung in einem Agrarland und antifaschistischem Widerstand gegen fremde Besatzer und hier vor allem die Italiener.